Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outcast Second Contact. Okay, wir haben jetzt hier mal das Wasser abgestellt in der letzten Folge. Die Viecher gibt es ja auch noch. Genau, dann will ich jetzt nochmal zurück nach Osten und gucken, ob ich die anderen beiden Flötendinger noch, also die Pfeifen noch finde. So, haben wir doch noch ein bisschen was erledigt hier. So, Twonha. Genau. Na, wer freut sich, mich zu sehen? Einer. Toll. So, dann darfst du hier mal ein bisschen Lebensenergie aufsaugen. Oder was ist das? Ausdauer meine ich. Lebensenergie geht ja gerade sogar im Moment. So, dann würde ich jetzt nochmal zu der Arena und gucken, da müsste ja irgendwo diese Pfeife rumliegen. Wie weiter hinten da geht es wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Ich weiß, ob sie das Tor überhaupt mal öffnet. Die nehme ich gerne mit. Die auch. Da müsste die Arena jetzt gewesen sein. Oder? Wunder-Arena? Guten Tag, bist du die Arena? Ich glaube, das war in der letzten Folge das Ding, das wir ausgerechnet haben, das war halt dann das Trainingslager und nicht irgendwie so ein Tempel. Aber gut, egal was es ist jetzt kaputt. Oder war das weiter hier noch? Da drin scheint irgendwas zu sein. Du mir nicht auf dumme Gedanken, Kollege. Oh, noch mehr davon. Oh, lecker. Eine Suppe gemacht. Wo trötet es denn? Da drunter vielleicht. Kann das sein? Irgendwie. Das scheint hier zu sein. Ich komme halt nur nicht ran. Da ist nichts. Vielleicht öffnet sich das noch irgendwie. Thank you.
Gut, damit hätten wir das aber schon mal zerlegt. Ich würde jetzt gerne diese Arena wiederfinden. Das war doch ein einigermaßen guter Orientierungspunkt. Bist du das da oben? Ich glaube, da ist sogar die Arena. Ja. Gut, und wo war das jetzt eingezeichnet? Einfach irgendwo in der Arena, okay. Und dann noch ein bisschen südöstlich davon. Na dann. Klopf, klopf. Stabile organische Energie geortet. Da oben jammert was. Ah ja. Gut, dann jetzt halt noch mal nach Südosten. Warte mal, ist der Dings irgendwie noch zufälligerweise da? Ne, die sind beide da unten irgendwo, okay. Oder lass mich gerade noch mal nachschauen. Na, Südwesten eher. Pauf, pauf, pauf. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Lager, oder? Oh, guck mal. Ja. Das klingt halt echt, als wäre es hier drunter. Warte mal. Wir haben doch Sprengstoff da. Vielleicht bringt das ja was. Nope. Das müsste es ja eigentlich sein. Oder ist da sonst noch was? Das sieht mir auch nicht sonderlich interessant aus. Langsam brauche ich mal wieder Medipacks. Warte mal, ich gehe mal gucken, ob der Typ noch irgendwas zu sagen hat. Der Zave. Ich habe das eine Medipack gerade sparen können und mich direkt von ihm heilen lassen. Entschuldigung, Kumpel. Kyuran hat am unteren Rand der Karte ein paar seltsame Markierungen entdeckt. Weißt du, was sie bedeuten? Oh ja. Aber ich frage mich, was sie dort zu suchen haben, Ulukai. Sie sehen aus wie talanische Schriftzeichen aus uralter Zeit. Aber was sie bedeuten, kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich glaube, das sind Zeichen von Musikmachern. Musikmachern? Du meinst so etwas wie Noten? Ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Zugriff auf Notepad erfolgt.
Ah, da können wir mal den einen in Shamazar fragen. Ob der da was zu weiß. Du noch was Neues? Ah ja. Ich habe eine Frage. Deine Honda gibt es wirklich. Zumindest gab es ihn. Du hast ihn bekämpft? Musste ich. Er war nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich sein Revier betreten hatte. Ich hatte gehofft, ihn selber jagen zu können. Aber du hast mich übertroffen, Olokai. Ich bin beeindruckt. Was kannst du mir über die Arena... Das war ein Turnierplatz für Wettkämpfe. Aber jetzt versucht... Okay. Immerhin haben wir hier noch ein bisschen Respekt abgezockt. So, meine liebe Karte. Ist das vielleicht das Lager und halt einfach dann westlich vom Lager? Kann das sein? Schauen wir doch mal, das hier wäre die Arena, genau. Und dann so ein bisschen westlich davon. Also quasi südwestlich von der Arena und westlich von diesem Lager da unten. Ist halt die Frage, wie weit wir jetzt westlich laufen müssen. Okay. Hier war ich ja schon. Ja, das klingt so, als wäre das hier in dem Ding drin. Nur wie komme ich denn da ran? Das ist auf jeden Fall drin. Na? Oder hier oben drauf vielleicht. Warte mal. Oder in der Suppe. Das ist ja, glaube ich, auch relativ direkt südlich von der Arena, oder? Ja, sieht so aus. Was ist das denn hier? Das wäre ja westlich. Na gut, da gibt es nur Muni, wie es scheint. Und Aua gibt es auch noch, okay? Ach, guck mal.
Da heult doch noch was. Guck doch mal einer an. Mhm. Bin ich richtig? Okay. Haben wir hier den Schlüssel? Aua. Da haben wir Metall. Hier trötet aber auch gerade nichts mehr. Aua. Dann nochmal zurück. Warte mal, wie viel von diesen Heildingern habe ich denn überhaupt? Muscheln, bliblablub. Ja, die Medikits gehen doch so langsam zur Neige. Oh, wir haben zwei Holzpfeifen sogar, okay. Interessant. Da, Heilpflanze, okay. Auf 9 ist die ja, glaube ich. Die scheint auch instant zu heilen. Cool. Aber zumindest mal mindestens die Hälfte mitzunehmen. Verdammt! Mhm. So, hier hat's ja auch noch ein bisschen rumgeheult. Oder habe ich das aus Versehen aufgenommen, indem ich halt einfach drüber gerannt bin? Ich schätze mal. Ich schätze mal. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Ich frag mal den Sänger, also diesen Musikmacher, der was mit den Noten anzufangen hat. Oder anfangen kann. Hi. Na, meine Kleinen. Mal schauen, was der damit dann, oder ob der mir weiterhelfen kann. Wäre jetzt halt mein nächster logischer Schritt gewesen. Nicht so tief hier ins Wasser. Da sind unfreundliche Gesellen unterwegs. So, dann... Ich überlege gerade, ja, ich gehe zurück nach Dings. Nach Talansar. Also in die Wüstenregion halt. War das Talansar? Ich glaube schon. Dann hoffen wir mal das Beste. Genau, dann haben wir das Portal. Schön, schön. Na komm.
Macht's gut, ihr Trottel. Niemand möchte mit euch spielen. So, da haben wir noch einen Händler. Der war ja auch, glaube ich, sogar hier. Wie ist der nochmal? Irgendwas mit Shari? Shadi. Genau. So, mein Freund. Hier irgendwo. Da wär's. Okay, da wär's Zart oder Zayt. Dann müsste er hier unten irgendwo sein. Ah ja. Ich habe diese Karte mit komischen Zeichen gefunden. Darf ich die Karte mal sehen, Ulukai? Ja, sicher. Sie sind ganz unten. Ah ja, das sind die Noten der alten Musikmacher. Kannst du die Melodie für mich spielen? Ja, hier hast du deine Karte wieder. Ich werde dir die Musik vorspielen. Okay, ja, das ist ja noch einigermaßen gut zu merken. Aber gut, dann, ja, würde ich sagen, gehen wir halt nochmal zurück und gucken, ob wir das Ding irgendwo einsetzen können, würde ich sagen. Frage ist halt, wo. Beziehungsweise, ob wir halt mit der Melodie irgendwas anfangen können. Das meinte ich eigentlich. Ich glaube, am schnellsten geht es, wenn wir einfach wieder zu dem Tor zurückrennen. Und dann halt wieder durch die Region, durch die Wasserregion. Und dann ab wieder zurück. So. Tor, wo haben wir dich? Ja, das ist mir jetzt gerade relativ egal. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, da wären wir schon mal angekommen. Ging ja erfreulich schnell gerade. Ich glaube, euch lasse ich mal gerade. Da will ich mich jetzt nicht unbedingt mit aufhalten. Nur mal schnell zurück zu dem nächsten Tor kommen und dann gucken, dass wir die Welt wieder verlassen können. Das sollte aber, glaube ich, einigermaßen gut gehen von hier aus. So weit ist der Weg ja zum Glück nicht. Na, da wird es ja auch schon. Da hinten haben wir es ja schon. Sehr schön, sehr schön. Na gut. Blub. Dann geht's jetzt halt mal wieder zurück. Wenig fremdes Material. Entschuldigung, Kumpel. Kannst du mich heilen? Sicher, Ulukai. So, dann mach mal gerade bitte.
Okidoki. Guck mal, die Dinger mit. Ach so, warte, es fällt mir gerade ein, wenn wir die Dinger, also wenn ich jetzt diese Pfeifen haben, vielleicht muss die jetzt in der Mitte da bei diesem Lager einsetzen. Das könnte ja vielleicht was werden. Dass wir dann damit dann, das ist halt keine Pfeife, sondern halt einfach irgendwas anderes. Hat ja auch so ein bisschen was Melodisches gehabt. Dass wir dann irgendwie diese Melodie nachspielen müssen. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren, oder? Ja, guck mal, hier sind ja Einkerbungen. Okay, dann fangen wir an. Wir haben davon zweimal. Dann würde ich das nämlich mal so machen. Die vielleicht dahin. Und dich dahin. Schmeißen die einfach mit Zeug rum. Okidoki. Wo ist das jetzt hingeschmissen worden? Ah ja, da hinten, okay. Holzschlüssel. So. Soll ich das mal Bescheid geben? Ich glaube, ich gebe da mal Bescheid. Ach, warte mal. Fällt mir gerade ein, was wir noch nicht gemacht hatten. Also, liegt ja eh auf dem Weg. Wo wir die Kugel ins Wasser geschoben haben, da war ja hinten noch ein Raum. Oder hat sich ja so eine Tür geöffnet, da waren wir noch gar nicht drin. Vielleicht bringt das ja auch noch was. Vielleicht bringt uns das auch noch einigermaßen weiter. Und jetzt kann ich mich auch hier wieder so ein bisschen orientieren in dieser Karte. So. Kann ich dir jetzt erzählen, wie toll ich das gelöst habe, das Rätsel? Kann ich nicht. Dir vielleicht? Nein. Gut, dann begeben wir uns mal noch zu dem Dings da hinten. Also wir sind hier zu der... Zu dem Fluss. Ah, ne, warte mal, hier ist zu gewesen. Aber irgendwas muss das hier gebracht haben. Von daher.
Hm. Ja, vielleicht muss ich mir das mal genauer angucken. Machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.